Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spielraum Deckcheck. Ich bin's wieder, euer Patrick, bei mir wieder der Christopher. Hallo. Und heute stellen wir euch nochmal ein Standard-Deck vor. Standard ist zwar momentan für viele ein bisschen eingefroren, aber es gibt auch noch coole Decks, die ein bisschen unter dem Radar laufen. Und sowas hast du mitgebracht. Ja, wem Standard oder prinzipiell diese 2-3-Deck-Situation derzeit auf die Eier geht, dem haben wir was mitgebracht, wo man einfach alle fetzen kann. Und zwar nicht mit Zwergen, sondern mit Humans wieder mal. Okay, also Menschenfetzen statt Zwergenfetzen. Menschenfetzen statt Zwergenfetzen diesmal. Okay, aber weißt du, die Menschen, die lassen sich stärker fetzen, weil die so länglich sind. Die Zwerge sind so ballartig. Okay, ein bisschen Zwergenrassismus. Gut, schauen wir uns das Deck an. Es ist ein weiß-rotes Deck, das heißt, du spielst 7 Plains, 5 Mountains. Und dann natürlich die Tourländer, die passenden, also die 4 Fastländer, die Inspiring Vantage. Und die 4 Manlines, die Niederspires. Ja. Ist, glaube ich, ja, eh selbstredend, oder? Weil ja, es ist halt, du hast halt 4 Länder, die getappt ins Spiel kommen. Mhm. Du brauchst es aber fürs Mana-Fixing und die Needlespires sind halt dann auch so ein bisschen der Midrange-Plan. Mhm. Und das Deck ist doch midrangiger und nicht so all-in wie die Human-Decks früher. Echt wahr? Okay, ich habe mir schon midrangiger gedacht. Also für ein Agro-Human-Deck ist es schon midrangiger. Okay. Und wir gehen nur bis zur Dreierkurve rauf, aber das. Ja, eben, das aber wir haben ein paar Sachen in der Dreierkurve. Und von daher ist das auch mal okay, wenn man nicht den schnellen Start hast, bist wahrscheinlich schneller als jedes andere Deck, das derzeit in der Mitte gespielt wird. Aber stört dich nicht, wenn es Turn 3 oder aber halt du kannst 4 halt, mal in Tapland bringst. Ja, kannst halt einmal Turn 3 oder 4 was Getapptes bringen. Okay, gut, dann hast du noch 3 Länder, die Kalle sind sozusagen, mit 2 Hanwha Battlements, genau, und einem Westwell Abbey. Das Westwell Abbey haben wir öfter schon gesehen, auch in Humans Decks eben, weil halt ab und zu hast du halt genug Humans und alle sind zu klein, das Sexus Island hast du einen fetten Beater. Genau. Die Battlements machen was für dich? Ist das Haste für dich wichtig? Flippst du sie? Also es passiert schon, dass man sie mit Garrison flippt zusammen. Mhm. Dann ist es halt normalerweise aus. Mhm. Also wenn da nicht irgendwas kommt. Und was halt traurig ist, der Fatal Push ist ein bisschen unangenehm. Mhm. Und wenn der Gegner eben das, wie heißt das? Triggern kann, dass der Fatal Push bis CMC4 ist, ja, weil das Township, das dich, die Stadt, die dich boxt, hat halt auch CMC3, ja, weil eben das Garrison CMC3 hat und das Land CMC0. Also das ist ein bisschen unangenehm. Mhm. Ansonsten, wenn das kommt, ist das ganz schnell vorbei, das Spiel. Und das ist halt auch ein Teil des Midrange-Plans, den das Deck fahren kann, dass es dich mit ein paar kleinen Burschen ins Gesicht haut und irgendwann kommt da die fette Stadt und fetzt dich an. Gut. Und das Haste ist auch ab und zu ganz praktisch? Das Haste ist teilweise gerade für so Sachen wie Talia oder sowas, die dann größer sind, die schneller mal Damage machen, ist das ziemlich gut. Okay. Na gut, dann schauen wir uns gleich die Kreaturen an. Wir haben eh schon einige davon jetzt erwähnt. Fangen wir mit den Einzeldrops an. Da hast du natürlich die obligatorischen 4 Trabeninspektor, die sieht man ja. Freundspektor sieht man in jedem Deck, was mehr oder minder weiß produziert einfach. Genau. Na, ist halt, also 1-2er für einen Mana ist schon ziemlich gut. Und es nimmt da halt noch ein Card-Draw mit. Mhm. Und du tappst, also du hast im Midgame nicht sehr viele Handkarten. Am besten du hast wahrscheinlich eine oder zwei maximal, ja, und willst dann natürlich mit dem Clou was nachziehen, was auch nicht so uninteressant ist eben für den nächsten. Okay, du spielst 4 Inventor Prentice, Inventors, ja. Prentice. Wir haben gar nicht so viele Artefakte, aber wir haben Clues und wir haben eine andere Karte, die wir später noch sprechen. Ansonsten ist das halt ein 1er Drop, der größer werden kann und der stärker werden besser kann. Wird. Ja. Mhm. Dann noch 1er Drops, hast du 2 Expedition Envoy. Das ist halt einfach nur der Savannah Lion. Mhm. Der ist einfach nur dafür da, damit man Druck aufbaut. Okay, und wäre es nicht besser, den 4-mal zu haben, wenn du nicht so viele Artefakte hast, weil der ist halt wenigstens fix 2-1? Jein. Jein? Jein. Ist halt echt die Frage. Mhm. Okay, muss man. Kann man ist halt echt die Frage. Ich bin relativ glücklich mit dem Split, weil ich einfach den 1er Drop haben will. Der 1er Drop ist wirklich nur dafür da, damit ich eben anfange, Pressure zu machen, und in weiterer Folge sind es dann oft eh zu klein. Okay. Gut, deine weiteren Artefakte sind 4 Metallic Mimic. Das ist natürlich bei einem Human-Deck, wo du Human sagen kannst, schon ziemlich sexy. Das ist sehr geil. Also Metallic Mimic in dem Deck ist richtig, richtig gut. Das ist mein Lieblings-Playturn 2. Metallic Mimic in Totalias Lieutenant und Schicht im Schacht. Grüß Gott, es geht los und wir fetzen die Zwerge. Ja.
Metallic Mimic ist eine Karte, also ich probiere die in Modern auch gerade ein bisschen aus, in verschiedenen Humans und Spirits Varianten, und die ist eigentlich überraschend stark. Wirklich überraschend stark, die Karte. Weil sie einfach selber für 2 Mana ein 2-Power-Attacker ist und halt einfach dein komplettes Team pusht. Und das ist eh, Tribal Themes werden nicht so gepusht, wie das sein könnte. Ja. Und von daher ziemlich cool. Gut. Und vor allem, auch wenn wenn der Bug gespielt hast und der Mimic stirbt, bleibt der Pump ja vorhanden, was genau, auch sehr nice genau. ist. Es ist halt ein Countdown, der ist da. Mhm. Ein Absan Falconer wäre noch geil in dem Deck. Ja, weil dann alle auf einmal fliegen. Ja. Stimmt. Dann haben wir die angesprochenen Talia's Lieutenant, da natürlich auch 4, auch fürs Human Deck ziemlich sexy. Ja, das ist der neue Champion of the Parish, der halt im Late Game auch noch Value hat, was der Champion damals im Innistrad nicht hatte. Mhm. Wenn du Turn 6 einen Champion gespielt hast, hast du einen 1-1er gehabt und hast nichts nachspielen können. Aber jetzt spielst du halt einen 1-1er, der dein komplettes Team pusht, im besten Fall, und für jeden weiteren Human halt auch noch größer und größer und größer wird. Ja. Und Metallic Mimic und Talia's Lieutenant sind halt beste Freunde. Forever. Forever einfach, ja. Gut, dann hast du es eh schon angesprochen, den Hanwei Militia Captain, den haben wir noch nicht angesprochen. Hanwei Militia Captain, 2 ja. Stück. Das ist so ein bisschen eine Lieblingskarte von mir im Format. Mhm. Du machst halt viel Pressure, du hast aber trotzdem ein Board. Mhm. Irgendwann kommt die Situation, wo dich die Creatures vom Gegner einfach übertrumpfen, weil es größer, fetter, was auch immer sind. Der Gegner muss aber sein Removal gegen dich verwenden, ja. weil sonst stirbt er. Dann legst du einen Hanwei Militia Captain, Haltst beide Daumen so, dass er nicht stirbt. Und wenn er flippt, dann ist alles super fun. Dann hast du einen fetten Beater und du growst deinen Talia's Lieutenant mit jedem Endstep. Mit jedem Endstep. Kommt im besten Fall ein 2-2er von Metallic Mimic, der Talia's Lieutenant pumpt und dein Hanwei Militia Captain pumpt. Also das ist eine Karte, die... Du musst den Gegner ein bisschen reinbeten in das Ganze und dann musst du deinen Hanwei Militia Captain droppen und dann musst du dich feiern lassen. Einfach blatt, drauffetzen. Verstehe, ja. Dann Karizeth, Skyship Raider, der Off. Das ist der Off, ja. Ist aber kein Human. Nein, aber sie, aber der Off nicht. Wenn der Off Human wäre, boah, bis deppert, wie gut wäre das, ja? Also für Talia's Lieutenant. Aber ansonsten ist es halt ein 2-Mana, 3-Power-Attacker, was man sagen muss, der Off ist stärker als sie. Ja? Off ist 2-1, sie ist 1-3. Und sie mit, also wenn sie 2-4 ist mit Talia's Lieutenant und sowas, dann ist halt wirklich gut. Mhm. Ansonsten ist das einfach schnell viel Damage forcen. Schnell viel Damage passen. Ja, Karizeth sieht man auch teilweise in diesen monoroten Decks einfach, weil es halt super lästig ist. Ja. Weil sie ist schwer zu tot zu blocken. 1-3er, ja. Und der Aff ist halt, ich meine, wenn du den Jump blocken kannst, ist blöd, und wenn du den jedes, also wenn du den immer nimmst, ist noch blöder. Ist noch blöder, ja. Gut, dann haben wir die Hanwei Garrison, da hast du 3 Stück. Ja, das ist so eine flavorvolle Karte, so unendlich flavorvoll. Also, ich lebe ja diesen Innistrad-Flavor noch immer und darum freue ich mich auch, dass das Deck vorstellen kann, weil dieses Flavor einfach so schön transportiert wird. Und das Hanwei Garrison, wenn das eskaliert, das ist ganz, ganz unangenehm für den Gegner. Es kommen 2-1-1er Human mit jedem Attack. Es kommt einfach immer mehr Leid. Ja? Und die freuen sich alle, dass der Mimik und die Lieutenant da liegen. Richtig. Das wird alles größer. Und die kleinen angefressenen Leid, die werden immer größer und größer. Geiles Deck, ja. Ja, der Mob halt. Und der Hanwei Garrison ist halt, ich habe den jetzt schon in ein paar Modern Decks gesehen, interessanter halber, weil er halt einfach wirklich resilient ist auch und gar nicht so leicht umzubringen und halt selber Mini Hero of Blade holt, unter Anführungszeichen. Ja. Man stellt sich vor, es gibt noch ein Hero of Blade holt, um Gottes Willen. Ja, für Modern ist das ja, kann man das Deck wahrscheinlich noch ein bisschen aufpimpen. Also in Modern ist, kann man das Deck, nimmt man noch grün dazu wahrscheinlich oder schwarz oder macht ein Four-Color-Deck. Ja, du bist das ja bei Humans, bist du immer, bist ja, immer bei Humans, nur bunt. Bei Humans, da gibt es mehrere Listen. Auf jeden Fall, das Hanwei Garrison, das erfüllt dann halt auch den Midrange-Plan. Eben, wenn man die Stadt flippen kann, haben wir gesagt. Wer schon mal gegen die Stadt gespielt, gegen die geflippte Stadt gespielt hat, ja, also die ganzen Ghetto-Rapper und sowas, meine Stadt boxt dich, ist nichts dagegen. Ja, das ist, diese Stadt boxt dich. Okay, na, hatte ich noch nicht das Vergnügen, gegen die Stadt zu kämpfen. Und die letzte Kreatur sind 2 Talia's Heretic Katar. Jo. Einfach auch, weil es den Gegner langsamer macht. Macht den Gegner langsamer. Es ist ein 3-1er. Es werden doch
relativ viele Non-Basics. Non-Basics gespielt. Mhm. Auch hinterher dann so Sachen wie Board Down oder Foreboding Ruins oder sowas, das mhm. halt, wo du was revealen kannst und es würde ungetappt kommen, dann kommt halt nicht dein Pech. Ja. Ja. Genau, so Prairie Stream, Canopy Vista etc. Die zwei großen halt Mana Vehicle, das ist ein dreifarbiges Deck und das andere ist halt das vierfarbige Sahili Deck, das natürlich sind ja, die das anfällig sind genug Sachen, auf da was. Auch weil ein Aether Hub zum Beispiel getappt kommt, mhm. den sofort verwenden könnten für jegliches Mana. Ja. Ja. Und sonst ist Italia, wenn die einmal gepumpt ist oder wenn die ein 4-3er ist, dann kriegst du die schon sehr, sehr schwer weg. Mhm. Wie gesagt, wir spielen ein Format mit ziemlich viel Spot Removal, ja. aber wir spielen mehr Viecher als der Gegner Spot Removal. Definitiv. Also ja. das heißt, probier mal meine ganzen Viecher wegzubringen und dich nicht überrennen zu lassen. Mhm. Gut, du bist ein Fan von größeren Viechern, deswegen auch zwei Always Watching. Ja. Nur zwei, weil es halt auch keine Kreatur ist. Nein, und es ist keine Kreatur und also ich hatte früher immer so, ich habe nie das volle Playset Always Watching gespielt, mhm. weil wenn du die Starthand hast mit zwei Viechern, zwei Always Watching, dann ist schon fast zum Wegschießen mhm. die Hand, weil du einfach nicht genug Druck aufbauen kannst. Weil die zwei Viecher für die halt das Removal und dann das zwei Always Watching nichts machen. Also zwei Always Watching, wenn man eines hat im Spielverlauf, ist das sehr gut, wenn man das zweite irgendwann im Midgame hat, ist auch okay, mhm. aber mit drei, vier Always Watching, dann hast du halt einen 5-5er und der frisst den Fatal Push, weil halt doch alle klein sind, ja. und dann ist das Spiel vorbei. Also mhm. lieber weniger Always Watching, dafür gezielt einsetzen. Mhm. Gut, dann hast du auch ein bisschen selber Removal. Du hast vier Shock, weil die auch vom Gegner schießen, schätze ich hier mal. Genau, du schießt am Gegner die restlichen paar Damage, du schießt auf dieser Heli, mhm. um die Combo zu unterbrechen, ja. Und du schießt halt Kleinzeug vom Gegner weg, damit du Damage forcen kannst. Mhm. Und für Großzeug hast du drei Declaration Stone, die genau. sind ja auch noch immer im Format. Du hast drei Declaration Stone, einfach um so Sachen wie mehrere Viecher, weil wir spielen ein Format, wo jeder irgendwie so ein Playset von Viechern spielt, ob das jetzt Rogue Refiner sind oder Whirler Virtuoso oder Greenflare, whatever. Das heißt, es passiert sehr oft, dass ein bis zwei dort liegen, also mhm. dass zwei dort liegen, dann schießt halt gleich beide weg. Ja. Beide wegschießen, Damage Force und schauen, dass man das im Race so weit vorne ist, dass der Gegner sich halt nicht mehr stabilisieren kann. Mhm. Gut, dann die 60 sind durch, dann schauen wir uns gleich die 15 im Sideboard an. Da findet man drei Nicht-Humans, nämlich Selfless Spirits. Genau. Sind aber natürlich gegen die kontrollartigeren ja, Decks. Ja, das ist gegen die kontrolligeren Decks. Ich spiele eh schon so viele Mass Removal. Ich spiele auch Zwergenfetzen, spiele teilweise Mass Removal im Sideboard. Mhm. Wir spielen halt keines, weil wir halt doch so viele Creatures spielen. Dafür spielen ja. wir Selfless Spirit. Und lassen uns nicht von den Zwergenfetzen fetzen. Passt. Dann zwei Lantern Scout. Die finde ich wiederum sehr cool, gerade gegen eben Zwergenfetzen, weil du dann einfach im Race auf einmal sehr weit vorne bist. Also Lantern kommt. Lantern Scout ist eine wirklich stark unterschätzte Karte. Mhm. Also gerade wenn ich solche Decks gespielt habe oder früher auch das UW Flash, mhm. ich habe immer Lantern Scout im Sideboard gehabt, einfach weil die aggressiven Decks gibt, mit denen kannst du einfach das Race gewinnen. Mhm. Du zwingst den Gegner zu schlechten Blocks, etc. etc. Und gegen die Midrange-Decks überlebe ich halt dann wieder, oder wie soll ich sagen, wenn der Gegner sich stabilisiert mhm. und wieder retour kommt, muss der wieder deine Ressourcen verwenden, Ressourcen verwenden, Ressourcen verwenden. Und wenn der Lantern Scout dann mal wieder kommt, dann bist du mal wieder vorne ja, und der Gegner... kannst du ein paar Schläge einstecken genau. oder er muss halt anfangen, defensiv wieder zu werden. Genau, richtig. Mhm. Und dann hast du da noch zwei Planeswalker, also eigentlich drei, also du hast zwei Gideon Eliaf Zendikar im Sideboard und eine Chandra Torch of Defiance. Zwei Vierer-Drops, weil du halt für das Midrangigere Game, warum die zwei, warum den Split? Also Gideon ist halt overpowered, wissen wir. Ja. Der hat einerseits das Emblem, mhm. im Midrange-Matchup einfach mal Viecherblader machen, attacken. Ja. Gegen die Control-Decks, wenn sie Gideon nicht wegbekommen, mhm. ist das Spiel vorbei. Die Chandra ist aber, die attackt von einem anderen Engel, mhm. weil den Gideon, wenn wir spielen in einem Format, wo wir auch gegen Stasis Snare spielen und sowas, ja, der Gideon ist unterm Stasis Snare weg und die Chandra macht einfach Value. Ja, Value. Ja. Du greifst halt an, die Chandra schießt halt zwei Damage, die Chandra schießt zwei Damage, der muss sich dann entscheiden, worauf konzentriere ich mich jetzt? Das heißt, mhm. du gibst dem Gegner zwei Aufgaben. Wenn der Gegner zwei Aufgaben hat, ist halt schwieriger gegen dich zu spielen, als wenn er einfach sagt, okay, muss halt alle Humans wegbringen und die Sache ist erledigt. Mhm. Die Chandra halt auch wegbringen. Ja. Ist halt ein anderer Engel, von dem die attackt. Und von daher, wenn man zweifärbig ist, das Doppelrot ist jetzt nicht die Tragik. Okay.
Weil du es angesprochen, Gideon ist ja overpowered. Warum kein Gideon im Main Deck dann? Warum nicht Gideon statt Aulus Watching? Weil der eine Mana doch halt einen Unterschied macht. Ja, es macht schon einen Unterschied. Okay. Es macht wirklich einen Unterschied. Und Gideon ist in so einem Agro-Deck, also in so Dedicated Agro-Deck, nicht sowas wie die Zwergen, Mado, irgendwas, wo halt doch auch viele Spells dabei sind und oder auch früher und das Uwe halt Flash. Das längere Spiel spielen möchte. Teilweise. Ja, genau. Du willst halt den Gegner niederranzen und Gideon ist teilweise für den Agro-Spieler selber ein Trap. Mhm. Weil man, anstatt dass man sein Board aufbaut, sagt, ah, den Planeswalker, den spiele ich, dann wird der Planeswalker schnell beantwortet, dann hast du keine Board Presence und dann musst du hinterherlegen und kommst nicht nach. Also Main Deck, in dem Deck würde ich ihn nicht empfehlen, einfach weil du wirklich aggressiv sein willst, weil du in der Curve spielen willst und weil die Hand mit Always Watching Gideon oder im Split, wie auch immer, ist dann auch nicht so prickelnd. Ja. Okay. Also lieber aus dem Sideboard, lieber gezielt einsetzen und dann ist er wirklich gut. Mhm. Du spielst einfach lieber zwei Humans als einen Gideon in einem Genau, Zug. Richtig. Ja. Okay. Gut, jetzt kommen wir noch zu den Sideboard-Karten, die Antworten im Großen und Ganzen sind. Du hast zwei Authority of the Consoles, Eklar gegen dieser Heli-Combo. Das hat sich als die Sideboard-Karte etabliert. Ja, was jetzt noch immer irgendwie die Leute wenig Antworten im Sideboard nehmen dagegen. Ja. Frag mich nicht, warum. Dann hast du zwei Fragmentize. Eklar. Ja. Wir haben Main-Deck, sind wir halt schlecht aufgestellt gegen Vehikel. Mhm. Wir müssen einfach schneller sein als die Vehikel. Wir müssen das wegbringen, was in die Vehikel einsteigt, damit das Vehikel einfach scheiße am Tisch liegt. Ja. Sonst liegen, ist man doch wurscht. Und im Sideboard ist halt dann wirklich die Antworten für die Sachen. Eben noch ein Release der Gremlins dazu, genau, als Antwort. Aber Gremlins halt fein sind auch nicht. Ja. Aber natürlich ein teurer Antwort. Aber das Release ist dann halt auch, weiß ich nicht, wenn irgendwer noch fancy ist und so Colossus Deck spielt oder sowas und ja, gibt es ja immer wieder, zumindest im Spielraum gibt es ein, zwei Leute, die immer mit diesem Colossus-Deck herum. Ja, sicher. Und es gibt auch relativ viele Leute, also gerade im Spielraum-Meter, die das Tower-Deck spielen. Ja. Da ist auch ganz nett. Ich meine, da würde Fragment das auch reichen, aber... Aber besser, man hat mehr und man hat unterschiedliche Antworten. Mhm. Und dann zum Abschluss noch zwei Removal in Form von zwei Stasis-Snare. Genau. Wahrscheinlich der Grund, warum den du selber gegen Gideon gesprochen hast, auch für Gideon halt eben. Ja. Also für gegnerische Gideons. Eben für Sachen, die mit denen ich nicht interagieren kann, wie eine Eva sind vom Gegner, aber die kann ziemlich heftig sein. Mhm. Einfach was verschwinden lassen und Druck machen, Damage machen. Passt. Gut, 75 Karten sind durch. Relativ lineares, simples Deck in Wirklichkeit, deswegen sage ich jetzt mal wahrscheinlich auch nicht so ein langer Deckcheck, ohne jetzt auf die Uhr gesehen zu haben. Gibt es was, was du dem Zuseher mitgeben willst? Gibt es Ideen, Wünsche, Anregungen, Beschwerden? Beschwerden dann von euch. Ja, Beschwerden weiß ich nicht, hoffentlich nicht. es ist halt einfach was anderes, was man spielen kann, wenn einem das Meta eben am Keks geht. Ja. Ich muss gestehen, ich bin auch derzeit, dass mich das einfach, ich meine, im Spielraum ist nicht so schlimm, weil du spielst eh gegen viele Decks, aber Graubris kann ich mir zum Beispiel derzeit nicht anschauen. Das ist einfach, haben wir eh bei Magic Talk auch besprochen. Das interessiert mich halt nicht, auch wenn es super gute Plays sind oder sowas, aber allein einfach die Varianz fehlt. Okay. Und Amonkhet, es gibt ja schon die ersten Karten jetzt. Da hast du vor dem Video gemeint, da schaut es aus, als wären auch ein paar coole Humans kommen, die was mit dem Friedhof machen. Ja, genau. Also da gibt es den Game Day Promo, den Ankommen, 2-2er. Mhm. Das ist ein Human und der kann zwei Creatures blocken. Ja. Also eine zusätzliche. Und der hat eben dieses Embalm, das ist ein Balsamieren. Ja. Also ich hoffe, sie übersetzen es mit einem Balsamieren. dass man den aus dem Graveyard spielen kann. Mhm. Und der triggert dann natürlich auch deine ganzen Humans, beziehungsweise wird vom Metallic Mimic getriggert. Ja. Und was wichtig dazu ist, ein Balsamieren ist kein Casten, sondern ist eine Fähigkeit. Ja. Das heißt, es kann auch nicht gecountert werden. Das heißt, wenn du deine Creatures einbalsamierst, kommen sie retour. Auf jeden Fall, das ist halt wieder, wo man sagt, das ist ein Human-Theme, das kann man sich überlegen. Wie kann ich das in mein Human Deck einbauen? Kann ich wieder eine Agro-Schiene fahren? Mhm. Oder nehme ich das gleiche Modern in mein Human Deck? Also okay, cool. Sehr also gut. Schon eine Voraussicht auf Amonkhet. Ja, ich schätze mal, den nächsten Standard-Deck-Check wird es auch erst geben, wenn Amonkhet released ist, beziehungsweise ich weiß es, weil ich habe schon einen Plan. in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Christoph, danke fürs Vorstellen. Bitte gerne. Wie immer natürlich, Kommentare unter dem Video sind gern gesehen und erwünscht. Natürlich auch auf Facebook und Twitter kann man uns erreichen oder auch auf unserer E-Mail-Adresse. Wir wünschen noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Balsamiert euch gescheit ein. Lasst es mir in Ruhe. Es muss mit einbalsamieren übersetzt werden, oder?
Ich habe keine Ahnung. Na, was gibt's sonst? Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich sag's ganz ehrlich. Ich weiß, ich bin ein schlechter Mensch. Derjenige, der nicht